Verpiss mich. Niemals. Hä, wartest du da vorne? Nee. Du dumme Mistgeburt, ne? Es reicht. Ist nicht nett. Yo, Leute, ich bin's der Malte Acker, Schweineboy von Broken Farms TV. Mit dabei ist der Dena. Hallo, meine lieben Jungs. Und man sieht es schon im Hintergrund. Ja, was spielen wir denn? Wir spielen eine Spieleliste und wir haben ein richtig merkwürdiges Auto. Sieht vorne aus wie so ein Golf 1, aber hinten ganz wie so ein komisches japanisches Auto. Ja, ich werde jetzt einmal richtig viel auf mich, weil ich nicht Bock habe. Wir spielen eine Spieleliste. Wir machen jetzt nicht nur hier sinnlos da rumfahren, wie in der letzten Folge. Nein, wir sind heute, machen wir Erwachsenen Spaß und spielen eine Spieleliste. So sieht ziemlich aus. Und das erste, es hat fünf einzelne Dinger und das erste ist so ein Rennen mit diesen neuen Autos hier. Ich bin orange, Alter. Ich bin grün, weil ich bin, meine Crew ist grün. Alles, was du brauchst, meine Gang. Wieso bin ich nicht in deiner Crew? Keine Ahnung, mein Lieber. Oh, wie kacke ist das Auto, bitte. Der hat einen Turbostart gehabt, einer. Ja, was ist mit dem? Der hat einfach auf der 2, wie bei Mario Kart. Ja, ich glaube, das ist extra so, jeder kann mit coolen Autos irgendwie ein Rennen machen und wir machen halt mit Kackautos, Mann. Das war die Beschreibung von dem Ding hier. Und? Wow! Oh, ich bin richtig ausgebrochen. Du musst vorsichtig fahren mit den Dingern, vorsichtig. Der ganz vorne hat eine Haftbombe in der Hand, das habe ich vorhin schon gesehen. Oh, schubst ihn runter, perfekt! Oh, Dena. Jo, oh, du hast mich zum ersten Platz gebracht, weil du die weggedrängt hast. Ich danke gerne dir. Gerne, wie setze ich die scheiß Items ein? Die mit linken Stick durchdrücken. Okay, cool. Holy crap, Alter. Dena ist momentan ein bisschen konkurrenzlos, ne? Ja, oh nee. Alter, ich hab den Depp. Immer wenn ich stark lenke, setze ich aus Versehen das Extra ein. Ich hatte halt in der Kurve, habe ich jetzt Turbo eingesetzt. Das war dumm. Das war sehr, sehr dumm. Aber jetzt habe ich ein schönes Abwehr-Extra. Oh, Mit Turbo haben die aber nicht gelogen, ne? Mit Turbo? Boah, ich hole mir lieber Raketen. Haben wir nur noch 3 Leute in der Sitzung? Alle anderen sind einfach weggegangen, weil ich keinen Bock habe. Ja, das wird dann natürlich eine tolle Sitzung, wenn wir. Oh, aber ja, das ist nicht so schlimm. Die können dann auch wieder nachschauen für nächste Spielliste. Aber das scheint jetzt ein Dreierrennen zu sein und für mich ist das in Ordnung, weil ich habe richtig Geld gesetzt. Ich hoffe mal, die Wette wurde auch angenommen. Und dann fahre ich einfach locker flockig ins Ziel. Ne? Ihr seid richtig knapp beieinander, könnte es sein? Du hast ihn jetzt einfach gekillt, du Arschloch. So sieht's aus, Alter. Ich bin richtig concentrated, ich schwör's dir. Ich muss mich gerade richtig konzentrieren, weil du bist einfach so weit vorne. Mhm. Und ich will nicht versagen. Sei einfach locker flockig, weißt du? Immer alles mit der Ruhe nehmen, ein bisschen real, alles easy taken und dann ist schon gut. Alles easy? Mhm. Ich weiß ja gar nicht, was die nächsten Dinge an der Spielliste sind. Ich glaube, das sind dann keine Rennen. Ich glaube, wir haben so richtig voll die abwechslungsreiches Zeug hier in dieser Spielliste. Deswegen mal sehen, was kommt. Und aber du bist jetzt da richtig vorne. Richtig wie Weihnachten. Hä? Ich hol dich noch ein, pass mal auf. Ja. Das glaube ich auch. Warte mal. Aber wieso setze ich denn da Turbo ein? Habe ich irgendwie eine Behinderung? Ja. So. Nein, hör mal auf. Jetzt merkt ihr das endlich. Dena! Ja? Hör auf jetzt. Sei lieb. Los. Sie, mit was soll ich lieb sein? Hä, mit deinem Mund? Küss mich. Niemals. Hä, wartest du da vorne? Nee. Du dumme Mistgeburt, ne? Es reicht. Ist nicht nett. Du wurdest nur Dritter? Ja! Gut, dass ich nicht auf mich gewettet habe. Was hab ich für eine scheiß Frisur, bitte? Warum bist du so hässlich, Digga? Ganz ehrlich, warum bist du so hässlich? Warum bist du so ein hässlicher Mensch? Du bist nicht nur hässlich von außen. Das wäre schon. Du bist hässlich von innen. So, Dena Yo, Gewinner. Jetzt Malte Yo, Verlierer. Damit steht es in der Liste. Ich habe 5 Punkte vor schon, mein Lieber. Drück fortfahren. Nö. Gesamt, aber ich hab 10. Hä? Ich hab 10 Punkte. Ja, siehst du mal, du hast nur 5 verloren, aber es war wichtig, dass du gemacht hast, sonst hätte ich nur 3 Punkte Vorsprung gehabt. Naja, jetzt habe ich aber ordentlich. So Leute, es ist niemand mehr beigetreten und wir spielen jetzt einfach gegen Steve. Aber weißt du, die Leute sind so schlecht, dass Steve vielleicht sogar echt eine Chance hat. Vielleicht hat er eine Chance gegen uns, glaubst du das? Meinst du, Steve kann was? Ja, das ist jetzt ja... Aber wie schäbig das ist, da steht einfach nur einer.
Wir müssen jetzt die Partyvorräte holen, okay? Er beutet die Reisetasche, da sind die Partyvorräte drin. Mit irgendwelchen Substanzen, die ganz tolle Spaß machen, wenn man, ja, Spaß. Mann, ich wollte dich abschießen, aber es funktionierte nicht. Ach, du bist ein Penner. Nein! Ah! So. Was ist passiert? Was? Steve hat mich auch gekillt. Er gewinnt wirklich. Steve. Oh Gott, Steve ist einfach viel besser als wir. Ich habe 2500 gesetzt, das können wir nicht verlieren, Mann. Okay, das ist jetzt ein bisschen mehr Adrenalin, weißt du? Jetzt lauf dahin, wir müssen die Reisetasche holen. Wo ist die Reisetasche überhaupt? Ist sie auf der Karte überhaupt markiert? Hä, ist sie irgendwie oben drauf? Oh, ich hab... Hä? Siehst du die irgendwo? Ja, das ist die... Der hat die... Oh nee. Gott! Lauf hinterher! Lauf hinterher! Hey, ich fahre auf meinem Elektroroller! Ah, okay, die war da drinnen, okay, alles klar. Oh, er ist hinter mir, er schießt auf mich! Ich helfe dir. Vorsicht, da vorne kommt er, er darf sie nicht nach Hause bringen. Ja, ich bin bei seinem Haus. Nein, ich bin auf der falschen Seite von seinem Haus. Nein! Oh Gott, nein, er wird es nicht schaffen! Aber er muss. Oh Gott. Bis wie viel geht denn das? Ich glaube, das geht nur an. Nee, ich dachte schon, es geht nur bis 1. Jetzt nur bis 1. Oh. Das wäre richtig heftig gewesen. Der hat jetzt schon die erste. Die erste hat der Spasti. Nee. Ist das hier oben die Tasche oder wie? Was in der Mitte ist? Wie viel? Oh Gott sei Dank. Ja, ich hab eine. Okay, hol ihn dir. Ja, ich hab sie. Okay. Und jetzt geht's zurück. Und. Nee. Komm, Dena, ich hab ihn abgelenkt. Perfekt. Ich laufe. Oh, okay. Dena, bitte dann schön mittags. Ja, ich mach ja schon. Ich glaube, ich bin zu Hause. Hey, wo ist unser Zuhause? Dena, du musst hochlaufen, glaube ich. Hier. Hä? Bring die Reise. Ah, hier, okay. Okay, komm, lass zusammen rumlaufen. Rechts rum. So, Dena. Ja. Bisschen Tag-Team jetzt bitte. Ja. Nein, er hat die einfach. Ja, da vorne kommt selbst runtergelaufen. Er kommt hier runter. Da ist er. Schieß auf ihn. Schieß auf ihn, Mann. Ich schieß doch auf ihn. Hast du ihn abgeschossen? Nein. Ja. Ja, ich krieg ihn. Dann hol die Tasche. Hol die verdammte Tasche. Jawohl, komm hier hingelaufen, ich lenk ihn ab. Ich bin hier. Ich schieße auf alles, was von hinten kommt. Lauf. Musst du dich noch küssen. Da hinten kommt er. Okay, ich schieße auf ihn. Ich werde wahrscheinlich sterben, aber du kriegst die Tasche auf jeden Fall, ne? Hab ich. Okay. Dann geh um die rechte Seite rum. Bin dabei. Na okay, lauf rum und pass auf, weil er kommt von der linken Seite rein. Aber du musst schon... Perfekt, dann lauf rein und hol dir die Tasche. Bin dabei. Geh diesmal auf der rechten Seite raus. Okay, also auf die andere Seite als gerade eben. Ja, Da ist ein Schutzwest, ich kann sie holen. Ah, hab sie. Perfekt. Komm, lauf. Vor allen Dingen, wir müssen uns einfach richtig absprechen, um gegen einen zu gewinnen. Ja, wir müssen uns richtig konzentrieren, aber dann schaffen wir das. Er kommt um die Ecke. Er hat einen Roller! Nein! Egal, ich hab ihn gekillt! Er wird es nicht schaffen. Und ich hol mir direkt die nächste Kiste. Der muss richtig angepisst sein. Ich geh wieder, genau. Wir machen immer andersrum, okay? Okay. Und ich laufe. Du hast ein bisschen gebuggt. Ja, ich hab gleich unsere Tasche. Der lief gleich einfach richtig so Rage Quit. Scheiß zwei Spiele, hab ich gar keine Chance. Wir spielen einfach so einen Achterspielmodus zu zweit, Alter. Guck mal, ich hol mir instant die nächste Tasche, wenn du abgegeben hast. Okay, warte, ich gebe jeden Moment ab. Ich bin gerade zu dumm, die Treppe hochzulaufen, aber ich schaffe es. Wirklich? Okay, pass auf jetzt. Go, hol sie. Oh, er ist direkt hier. Scheiße. Nein, der hat sie. Den hat sie. Ja, ich bin... Okay, ich hab ihn... Ja! Ich hab ihn gekillt. Okay. Wo lang läuft? Mich um die Tasche. Hä? Okay, ich lauf einfach... Okay, ich komm auf der Seite, wo du siehst mich auf dem Radar. Da komm ich. Hol dir sofort wieder die Tasche, ich liefere hier einfach ab. Ah, nee, das ist unsere letzte Tasche, glaube ich. Und? Da würde ich mal sagen, hat sich gelohnt, dass wir gewettet haben. Ich wette, der hat die Wette nicht angenommen. Oh, wie schäbig das ist. Oh, es gibt immer ein bisschen Erfahrungspunkte, aber auch nicht so viel. Guck mal, wie wir einfach noch so klatschen. Und wir so hässlich. Wir sehen aus wie Manuel. Warum sind wir so hässlich? Wieso sehen wir aus wie Manuel? Ja, der hat minus 500 Dollar, ne?
Ja, haben wir ihn aber gefickt, haben wir den. Das war aber fair, du, da muss man ja mal sagen. Und ich steht 31 zu 25 zu 25. So, niemand will mit uns spielen, aber spielen wir halt weiterhin zu dritt. Und wir haben schon wieder so ein Rennen mit so einem Kackauto hier. Hey, ich wette wieder voll drauf. Ha? Ich wette diesmal auf mich. Wette ruhig auf dich. Okay, du hast diesmal keine Chance. Ich werde dafür sorgen. Einfach so gesagt. Ich werde dich einfach manipulieren. Nee. Ich werde dich einfach manipulieren. Okay. Guck mal, du siehst aber schon deine Farben, du bist der Außenseiter. Wir haben einen Punkt zu Punkt, das heißt keine Runden oder so, sondern einfach Punkt zu Punkt zu. Oh Mann, nicht genug Wetten wurden platziert. Das ist doch kacke, oh. Oh, 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 nicht. Schieb mich nicht so, oh nein! Du hast mich sabotiert, warum? Weil du hast angefangen. Ich hab eigentlich gar. Oh! Wow. Das war krass. So, wir müssen jetzt mal so, wir müssen hier, ne, das wäre ein bisschen kacke, wenn wir jetzt hier gegen ihn hier verlieren. So. Ja, Turbo, Turbo. Und nochmal Turbo. Und er zieht an dem vorbei. Oh, nee. Nee, 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 nee. Schädel, middle, diddle, whittle, to the hill. Und schießen. Nein! Du bist falsch gefahren übrigens, ne? Wo fahr ich lang? Ich bin so ein... Ach Gott, nein. Falsche Richtung. Ach, danke. Guck mal, jetzt hat er mir angezeigt, falsche Richtung. Boah, geht ja. Vielen Dank für deine Hilfe. Es ist so cool mit dir. Hä, der Typ fährt auch falsch. Wieso, der fährt, glaube ich, nicht falsch. Ne, der hat so eine... Oh Gott, ich überhole ihn gleich. Was ist los mit euch? Kämpft ihr? Bitte. Frieden, Jungs, ja? Dena? Ja? Dena? Ja? Ja, Anal, ja. Dena? Ah, schade! Was war das denn? Nicht von mir! Oh, nee! Und? Der zündet sich selbst! Nee, pass auf, der zündet gleich was! Die zündet gleich was! Der hätte zünden können, er wäre tot gewesen. War ziemlich dumm von dem. Aber oh, wie konnte ich das verfehlen? Was ist mit mir? Weiß ja auch nicht. Auf jeden Fall, der ist wieder vor mir. Scheiße. Komm, Dena, gib mal bitte Gas. Das ist richtig erbärmlich. Das ist richtig erbärmlich. Der hat Haftbomben. Mann. Aber ich habe Folgendes. Oh. Hä? Was hast du getan? Ich dachte, der wäre das. Mann! Wie geil Mann, das war, ist nicht wahr. Wie geil. Das ist nicht wahr. Ich wollte gerade Granate für dich droppen. Ha, du wolltest mich töten? Nein, damit du auch eine Granate hast. Glaub mir. Ich glaub dir gar nicht. Mann, jetzt fahr ich auch noch scheiße. Ich hab doch gesagt, ich sabotiere dich. Jetzt kommen gerade alles aufeinander zu. Ich war Erster. Scheiße, verdammt. Und dann hab ich auf eine günstige Situation gewartet, um euch halt abzuschießen. Und dann hat das nicht mal funktioniert, dann war es umsonst und jetzt alles scheiße. Mann. Kacke, Alter. Und dieses Auto ist so scheiße. Das ist richtig sweet. Wieso fahren wir eigentlich Autorennen mit so bekackten Autos? Das ist die Spielliste hier. Das ist witzig, sagen die. Aber ich finde es nicht so gut, lustig. Mann! Die sind so schlecht, die Autos. Man kann gar nicht mit denen fahren. Das ist nur nervig. Die brechen vor allem die ganze Zeit aus. Der Arsch von denen will immer woanders sehen. Ja. Oh. So. Vielleicht bekomme ich aber dich noch. Ich habe die ganze Zeit Turbo, sammle ich ein. Und dann fahre ich ganz schnell. Es sei nicht mal ein Crash, das passiert mir auch häufig. Kann es sein, dass du da vorne schon bist? Ah ne, es war ein Bug. Irgendwie wird die Position nicht so schnell immer angezeigt. Und da vorne bist du. Ah, ich hab dich ja gleich! Was machst du? Denk nicht, dass du mich jetzt irgendwie treffen kannst. Hallo? Hallo? Bist du noch da? Ich bin noch da, aber das Internet klingt scheiße. Deswegen warst du. Bist schon im Ziel gewesen bei dir? Ich war schon im Ziel, ja. Ich glaube, du lagst ein bisschen. Ich glaube, der Simon, der klaut dir ein bisschen deine Leitung. Ich glaube, Simon lädt ein Video hoch. Ungespielt lädt ein Video hoch und ich kann nicht spielen. Ha? Oh Gott, nein! Ich bin einfach nur Dritter geworden. Und bei mir habe ich dich noch voll überholt, Alter. Mann, ja. Einfach mit 6 Sekunden später, aber gar nicht so viel knapp später hinter dir. So, meine lieben Jungs. Wir sind zurück. Wir hatten einfach gerade richtig große technische Probleme. Wir dachten schon, alles hört auf, aber jetzt sind wir irgendwie doch wieder in der Playlist drin. In der Spielliste. Und spielen Team Deathmatch einfach wir beide gegen den anderen Typen. Ja, der kommt, der hat uns getötet. Mich auch! Was? Oh, Dena, wir werden aber sterben. Wir werden einfach verkacken. Wir sind einfach so verdammt schlecht.
Ja, die Sache ist, wenn wir Team Deathmatch zu zweit machen, hat er natürlich auch zwei Ziele und wir haben nur eins. Ja, das heißt, das ist schwerer für uns, aber wir sind gut, deswegen schaffen wir es. Nee. Mann, wir dürfen jetzt aber echt nicht verlieren, Mann. Das geht nur bis 10 und nur 5 Minuten lang und der hat schon 2 Kills. Ja, dann wird Zeit, dass Malte sich mal einen holt. Oh. Ich hab keine Munition mehr. Was ist das für eine Scheiße? Müssen wir Munition aufsammeln oder nicht so viel rumballern, wo nichts ist? Ja, was willst du von mir, Dina? Entschuldigung, ist die Wahrheit. Ist die Wahrheit? Das ist die Wahrheit. So. Und jetzt hol den Gegner. Ich hab ihn hinten gesehen. Da kommt er um die Ecke und der killt mich bestimmt. Mann! Ah, Dina, Mann. Ihr habt ihn keine Sekunde gesehen. Das ist ein richtiges Handicap, ne? Stimmt, wenn ich sterbe, ich kann es dir voll vermiesen, dass ich einfach die ganze Zeit sterbe. Du hast ja gewettet, ich nicht. Scheiße. Ja gut, aber wenn du brauchst eigentlich den Punkt, du musst eigentlich besser als ich sein und gewinnen, damit du was gut machst gegen mich. Wow. 1-4, Dena. Ich hab ihn gekillt. Bullenhigh-Testosteron steht jetzt bei mir. Bullenhigh-Testosteron erhöht kürzlich deinen Schaden und deine Widerstandsfähigkeit. Oh, okay, damit fick ich den jetzt. Dann muss ich ihn erstmal finden. Wo ist er? Hä? Ich hab, der Spawn ist auf der anderen Seite. Und Bullenhigh-Testosteron ist, glaube ich, vorbei schon. Ne, obwohl noch leuchtet das so merkwürdig. Ich brauch... Oh, nee! Was? Der hat mich mit einem Schuss gekillt. Was, Bullenhigh-Testosteron? Mann, Dena, das ist einfach noch keinen einzigen Kill. Wir dürfen nicht... Wir können das jetzt nicht verlieren. Dena, wir verlieren das. Alter! Aber das ist echt bei Team Deathmatch, wo ist es eigentlich, es sei denn, wir spielen gut, hat deren voll den Vorteil, weil... Ja, das war ja auch ernst gemeint. Ich muss ja auch nochmal dazu sagen, dass ich eine Niederlagenserie gerade habe. Ja, ich habe ja wenigstens schon zweimal den gekillt. Hä, du hast den Kill bekommen? Wir haben ihn zweimal gekillt. Stimmt, du hast ihn zweimal gekillt. Ich dachte, ich hätte schon einen Kill. Da unten kommt er. Wir springen auf drei runter. Ich springe jetzt runter. Ich bin schon unten. Nee. Jawohl, ich habe ihn gekillt. Oh, wir müssen jetzt immer zusammenhalten, okay? Wir haben ja nur noch eine Minute, doch nicht zusammenhalten. Einfach die ganze Zeit zu ihm hinlaufen müssen. Wir müssen ihn noch dreimal killen in der Zeit. Hinten und hinter uns ist er. Einfach hinlaufen und killen. Hä? Was ist er denn? Schon vorbei. Wir haben einfach das Spiel verlassen. Dena Yo hat das Spiel verlassen. Nein. Ja, Leute, das ist hier. Wir haben hier versucht, dieses Spiel für euch aufzunehmen. Aber ihr habt wohl gemerkt. Wir haben es echt probiert. Wir wollten nicht in die Militärbasis. Wir wollten Spaß für Erwachsene haben. Also ist einfach ein Zeichen. Und nicht nur dumm rummachen. Vielleicht ist ein Zeichen dafür, dass wir in der nächsten Folge kommen, in 3 Tagen, wir wieder nur irgendeinen Schwachsinn machen. Mal schauen, wir probieren das jetzt mal gleich. Das war's auf jeden Fall für heute. Schaut auch bei dem Malte vorbei, bei Bro. Links unten in der Beschreibung, die nehmen auch auf. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Also rein, bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao.